Kollegin Kerstin Steinke. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes. Seit 2006 habe ich einen Traum. Ich träume davon, dass der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages seinen Jahresbericht am Donnerstagvormittag zur Kernzeit vortragen darf. Und leider hat sich in diesem Jahr mein Traum auch nicht erfüllt. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall bewahren. Und ich möchte mich trotzdem ganz herzlich beim Präsidenten Herrn Lammert und bei den parlamentarischen Geschäftsführern aller Fraktionen bedanken, dass ich der Verwirklichung meines Traumes mit dieser Zeit heute etwas näher gekommen bin. Wenn man bedenkt, dass der Petitionsausschuss seit nunmehr 64 Jahren eine Art Innenrevision für unser Grundgesetz ist, dann bleibt also zu hoffen, dass diese Rolle auch endlich durch eine entsprechende angemessene Platzierung auf der Tagesordnung gewürdigt wurde. Zwei Zahlen prägten die Arbeit des Petitionsausschusses im Jahr 2012 in besonderer Weise. Die erste Zahl ist die der Gesamteingaben. 15.724 Petitionen wurden im Berichtsjahr eingereicht. 6.748 davon gingen auf elektronischem Weg ein. Das sind 43% der Gesamteingaben, womit der Anteil an online eingereichten Petitionen einen neuen Spitzenwert seit 2005 erreicht hat. Und der Trend, dass jedes Jahr immer mehr Bürgerinnen und Bürger das Internet nutzen, um sich mit ihren Anliegen an das Parlament zu wenden, nimmt also zu. Die zweite prägende Zahl ist weitaus imposanter. 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben sich bis Ende 2012 auf der Internetseite des Petitionsausschusses angemeldet, um eine Petition auf elektronischem Weg einzureichen, eine öffentliche Petition mitzuzeichnen oder auch zu diskutieren. Diese Zahlen zeigen, der Petitionsausschuss hat in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert und das Vertrauen in seine Arbeit ist gewachsen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Vertrauen gilt es jedes Jahr aufs Neue zu rechtfertigen und vor allem auch zu stärken. Eine häufig gestellte Frage an uns ist die nach der Anzahl der positiv erledigten Eingaben. Dies kann man nicht mit einer absoluten Zahl beantworten, da in manchen oft sehr komplexen Fällen zumindest Teilerfolge erzielt werden konnten. Jedoch können wir für das Berichtsjahr mehr als ein Drittel der Vorgänge im weiteren Sinne als positiv erledigt ansehen, wobei oftmals schon ein Rat, eine Auskunft oder der Verweis auf die richtige Institution geholfen haben. Von den 15.724 Petitionen fielen knapp ein Viertel der Gesamteingaben, also 3.379 Vorgänge, auf das Ressort Arbeit und Soziales. Und damit belegt es, wie auch in den Vorjahren, den Spitzenplatz unter den betroffenen Bundesministerien. Wenn es um Beruf und Einkommen, um gerechte Renten und angemessene Hilfe geht, kommt es immer wieder auch zu Konflikten zwischen Staat und Bürgern. Allein zum Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung gab es 1.468 Petitionen. Und hier ging es zum Beispiel um die bisher unterbliebene Ost-West-Rentenangleichung. Auf dem zweiten Platz der Bundesressorts folgt das Bundesministerium der Justiz mit 2.072 Eingaben, also 13% der Gesamteingaben. Hier fordert ein Petent zum Beispiel eine höhere Freiheitsstrafe für Angriffe auf Nothelfer. Auslöser hierfür war unter anderem der brutale Angriff auf einen jungen Mann am Alexanderplatz in Berlin, der einem anderen zu Hilfe kommen wollte und dafür mit dem Leben gezahlt hat. Der Petent fordert, solche Nothelfer unter den besonderen Schutz des Gesetzes zu stellen. Seine Petition wurde von Hunderten von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. Nach Klärung des Sachverhalts stellte der Petitionsausschuss hier zwar fest, dass Angriffe auf Nothelfer schon jetzt hart bestraft werden können, doch hielt er es auch für denkbar, die Nothilfe explizit als weitere Variante in den Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung aufzunehmen. Deshalb wiesen wir die Regierung und die Fraktionen auf diese Petition hin, als Anregung für mögliche Initiativen. Neben seinen 23 regulären Sitzungen hat der Ausschuss 28 Berichterstattergespräche mit einzelnen Regierungsvertretern der Ministerien geführt, um Lösungen für schwierige Fälle zu finden. Hier wurden zum Beispiel das Bankenwesen, der Lärmschutz im Luftverkehr, die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts thematisiert. Hervorzuheben sind die vier öffentlichen Sitzungen, in denen 12 Petitionen in Einzelberatungen aufgerufen wurden. Themen waren unter anderem die Vergütung von medizinischen Leistungen, die bedarfsgerechte Versorgung mit Hospizplätzen, der Schutz von landwirtschaftlichen Nutzflächen, das Urheberrecht, das europaweite Verbot der Vorratsdatenspeicherung und die Einrichtung von Masterstudienplätzen.
In drei Fällen führte der Ausschuss Ortstermine durch. Besprochen wurden gemeinsam mit den Petenten und den Vertretern der zuständigen Verwaltung die Liegenschaften des Bundes in Rottweil sowie das Thema Lärmbelästigung durch Bahnstrecken in Bremen-Walle und Duisburg-Neudorf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Möglichkeit, Petitionen im Internet zu veröffentlichen und online zu unterstützen, erlaubt es den interessierten Menschen, sich gemeinsam für ein Anliegen stark zu machen. Und diese Möglichkeit wird seit 2005 rege genutzt. Die Zahlen beweisen das. Neben den bereits erwähnten 1,4 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern der Internetseite wurden die im Berichtsjahr 526 veröffentlichten Petitionen mit über 500.000 Mitzeichnungen unterstützt. Und eine weitere Zahl, die ins Auge sticht und dem scheinbar politischen Desinteresse der Bürgerinnen und Bürger widerspricht: Mit 2 bis 3 Millionen Seitenaufrufen pro Monat ist das Internetportal des Petitionsausschusses klarer Spitzenreiter des Internetangebotes des Deutschen Bundestages. Die meist mitgezeichneten öffentlichen Petitionen im Berichtsjahr sind die Forderung nach Steuerfreiheit für private Ballett-, Tanz- und Musikschulen mit über 97.000 Mitzeichnungen und die Forderung der Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Altenpflege mit knapp 93.000 Mitzeichnungen. Mit den öffentlichen Petitionen werden aber auch gesellschaftliche Probleme angesprochen, die zwar von allgemeinem Interesse sind, aber lange nur von einer relativ kleinen Gruppe von Betroffenen erkannt werden. Ein Beispiel: Im letzten Jahr reichte ein Petent eine öffentliche Petition ein, mit der er die bedarfsgerechte Versorgung mit Hospizplätzen forderte. In einer öffentlichen Sitzung schilderte der Petent uns eindrucksvoll, wie seine Mutter in den letzten Monaten ihres Lebens keinen Platz im einzigen Hospiz ihrer Heimatstadt bekommen habe und sie bis kurz vor ihrem Tod mehrfach von zu Hause ins Krankenhaus und zurückverlegt wurde. Dieser entwürdigende Umgang führte dazu, dass die Mutter und die ganze Familie nie zur Ruhe kamen. Ergriffen von der Geschichte waren wir uns fraktionsübergreifend einig, dass das sensible Thema des Sterbens weiter in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen und politischen Interesses gerückt werden muss. Doch bei all den Möglichkeiten, die das Petitionsrecht in Verbindung mit dem Internet bringt, dürfen wir eins nicht vergessen: Die privaten Sorgen und Nöte des einzelnen Bürgers sind nach wie vor Hauptanteil unserer Arbeit. Die Bearbeitung von persönlichen Bitten und Beschwerden wie die falsch berechnete Rente, der nicht finanzierte Rollstuhl, das abgelehnte Besuchervisum, dies alles sind für den Einzelnen, der sich an uns wendet, existenzielle Probleme. Unserer Arbeit sind aber auch Grenzen gesetzt, denn der Petitionsausschuss kann die Bundesregierung zwar auffordern, dem Anliegen von Petitionen zu entsprechen, zu einem positiven Handeln zwingen, kann er sie leider nicht. So hat der Petitionsausschuss auch im Jahr 2012 davon Gebrauch gemacht, sehr hohe Voten gegenüber der Bundesregierung auszusprechen. Unsere Erwartungen wurden aber in einigen Fällen nicht erfüllt. Hier wünschen wir uns mehr Akzeptanz gegenüber unserer Empfehlung, denn solche Entscheidungen mit hohen Voten werden von allen Fraktionen des Ausschusses getragen. Werte Kolleginnen und Kollegen, und um unsere Arbeit immer weiter zu verbessern, pflegen wir eine intensive Zusammenarbeit mit den Petitionsausschüssen der Landesvolksvertretung sowie auf europäischer und internationaler Ebene. Turnusgemäß fand 2012 die Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Bundes, der Länder sowie der Bürgerbeauftragten aus der Bundesrepublik Deutschland und im deutschsprachigen Raum Europas in Erfurt statt. Viele internationale Gäste führten auch 2012 informative Gespräche mit den Mitgliedern des Petitionsausschusses. Zu den Besuchern im Jahr 2012 gehörten Vertreterinnen und Vertreter aus der Republik Usbekistan, Mitglieder der Volksanwaltschaft Tirol und der Generalsekretär des Europäischen Ombudsmann-Instituts, Abgeordnete des südafrikanischen Parlamentsausschusses für Petitionen, Abgeordnete des mongolischen Petitionsausschusses sowie eine Delegation des kambodschanischen Parlaments. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die heutige Debatte dazu nutzen, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes ganz herzlich für ihre fleißige und engagierte Arbeit und ihren Einsatz bedanken. Ohne sie wären wir aufgeschmissen. Ich glaube, das gilt auch jedes Jahr. Es geht eine Wahlperiode mit viel Wechsel und dünner Personaldecke zu Ende. Nach dreimaligem Wechsel des Unterabteilungsleiters bin ich froh, dass Herr Dr. Schotten nun schon über anderthalb Jahre für eine konstruktive Zusammenarbeit sorgt. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schotten. Mein besonderer Dank gilt Herrn Finger, der mich kontinuierlich seit 2 Wahlperioden durch alle Höhen und Tiefen des Petitionsausschusses mit Seriosität und Humor begleitet. Dafür ganz herzlichen Dank.
Und darüber hinaus möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich auch bei meinen Ausschussmitgliedern bedanken für die sachliche und für die gute Zusammenarbeit. Und bei aller Ernsthaftigkeit der vielen Petitionen bleibt es dabei, eine sachliche und freundliche Arbeitsatmosphäre trägt in vielen Fällen zum Erfolg bei. Ich habe mich stets bemüht um diese Atmosphäre und dabei haben Sie es mir leicht gemacht. Herzlichen Dank dafür. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort gebe,